We go away. Yes. Always shake your bike. Ja. Ja, genau. Perfekt. Fix. So, Freunde, neuer Tag, neues Glück. Wir sind heute mal wieder auf einem Flugplatz, wo wir ein paar Stunts ausüben werden. Fabio EGR hat ja gerade seinen nicen Left-Hand-Sattel fast verloren. Was sagst du zu der Situation? War ziemlich knapp, aber zum Glück habe ich mitgekriegt. Stell dir vor, das passiert bei 90 km/h. Ja, das wäre echt ungünstig. Deswegen immer schön Loctite verwenden, Kinder. Aber gescheites Loctite. Juli Chu wird nochmal einen geisteskranken Stunt mit Sheras gemeinsam machen. Ich habe keine Ahnung, wie sie schon wieder auf die Idee gekommen sind, aber schaut es euch einfach an. What the fuck? So, können wir mal ganz kurz hier Dutch Racing sein geisteskrankes Bike appreciaten? Ja, ja. Aua. Also schau dich mal diese Perfektion an Zweitakt an, das ist echt geisteskrank, wie viel Arbeit und Liebe hier drin steckt. Schaut gerne mal bei ihm auf Insta vorbei, ist ein kranker Sander. Und möchtest du mal kurz deine geile Frontbrake vorstellen? 320 mm Scheibe. Ja. Aber nicht nur eine, sondern zwei. Zwei? Das ist halt echt gestört. Brembo M50, einer Ducati Panigale. Hallo. Mit vor allem Racing Gabelfüßen, oder? Genau, vor allem ja. Racing Gabelfüßen, beide Seiten, breitere Gabelbrücke, 200 mm. Und das absolute Highlight, die AliExpress Bremspumpe. Aber die wird noch getauscht bald. Ja, ja. Das ist eine Notlösung. Wurde nur gescannt, deswegen ja. Ist die drauf. Möchten Sie dieses Gerät fahren? Ja, ein kleiner Testride wäre schon supi. Ja. Aber ich fahre jetzt einmal hier. Was ist das für ein crazy Schalter hier? Das ist Turbo und Nitro. Ah, geil. Ja. Werde ich gleich mal austesten. Oh oh. We go away. Yes. Okay. Ich glaube, das mit dem Testdrive von Dutch Racing wird nichts. Schau's mal, fahr du. Aber ich kann mit dem Lenker nicht umgehen, aber okay. Ich muss ganz kurz dazu sagen, Dutch Racing ist ein Bike, hat den ärgsten Chopper-Lenker, der auch noch so nach hinten gedreht ist. Ja, eine ziemliche Nummer. Aber wir werden jetzt mit diesem geilen Gerät fahren. Wie chillig ist Kroatien einfach. Wir fahren einfach auf den Flugplatz, auf dem man eigentlich gar nicht fahren dürfte. Die Polizei kommt, der schickt uns einfach nur weg. Wir stehen da alle ohne Kennzeichen. Wir sollen jetzt einfach über die Straße nach Hause fahren. Dass wir auf den Flugplatz gefahren sind, auch gar kein Ding. Wir sollen einfach nur fahren. Geil. Ich glaube, heute bringen wir das Red Bull zum Explodieren. So, wir sind jetzt hier wieder auf den Bikes. Heute sind ungefähr 40 Leute im Gespräch mit der Bikes. Es könnte ein bisschen Chaos werden, aber auch lustig. Warum fahrt ihr jetzt raus? Da kommen 1000 Autos. Absperren. Absperren. Scheiße, und ich komme nicht mehr nach. Alter. Aber Ju hat sein fucking Handy am Helm draufgespannt. Das gibt's nicht. Das gibt's nicht, das schaut, warte, das muss ich dokumentieren. Wirklich. Das muss ich auch dokumentieren, wo ist er? Der empfängt 10.000 Sachen. Das gibt's nicht. The girl. Aber. Was macht der Juli Schut immer für Tänze? Warte, ich mach's jetzt einmal neben ihm. Ja, ja, bitte, bitte. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Mit den Händen, mit den Händen. Mach vor. Ja, der war schon wieder.
Der war drin! Das ist einfach ein Fortnite-Dance! Aua, da! Wie der Tanz! Ja, ja! Er drückt einfach alle Knöpfe vom Controller! Und wie fandest du den Ride? Cool. Fabio. So schön. Eine Ewigkeit später. So, Friends, wir haben mittlerweile, glaube ich, Tag 4. Heute sind wir mal wieder eine größere Gruppe. Es haben sich noch 4 Deutsche angeschlossen, 2 davon sogar Mädchen, die Wheelies machen. Richtig cool. Wir hauen uns heute in die Berge und hoffen nicht, dass wir nass werden, weil die Wolkenlage schaut nicht so gut aus. Aber ja, mal schauen, was auf uns zukommt. Schauen wir mal, wie viel ich jetzt verbraucht habe. Danke. Beide 6 Liter. Schauen wir mal, was der Four-Stroke-Mann verbraucht hat. Ja, 3,5 Liter, also die Hälfte fast, immer Deutsche. Schon crazy. Ja, scheiß Zweitakt. Ihr habt's gehört, Deutsche Racing meint auch scheiß Zweitakt. Kauft euch einen scheiß Skipper. Ah, nee, nicht ganz. Ich hab da. Alles gut? Kamera, dein Tacho. Dein Tacho ist dead. Oh no, man. Du hast einfach die Laterne umgeräumt. Heilige Scheiße. Aber alles gut, Liam? Wirklich, deine Schulter, du bist da voll eingeschädelt. Tut das weh, oder? Nein, ich. Ninja-Rolle. Okay. Ja, schau mal auf. Es liegt am. So ist es, Move, schau. Was liegt? Ja, am Lenker. Dass da irgendwo jetzt verbogen ist. Professional Repair. Ja, passt das? Das reicht. Ja. Passt, oder? So. Den Rest machen wir daheim dann. Ja, passt. Eine Minute, 37 Sekunden später. Ich glaube, es geht los. So, ich glaube, das Rennrad geht jetzt los. Julian, was sagst du dazu? Du bist jetzt schon verschwitzt. Ja, ich habe es auch schon dreimal auf die Fresse gelegt gerade. Geil. Aber wie viele Leute sind wir jetzt? Ich glaube, es sind noch ein paar dazugekommen. Also ich schätze mal so 80 Biker oder so. Ungefähr 60, 70, 80. Ha? Absolut geil. Ja, safe. Wir haben gestern am Abend eine Story gemacht. Und jetzt schon sind so viele Leute da. Also echt geil. Danke an jeden, der gekommen ist. Echt labern von euch. Und jetzt gibt es ein geisteskrankes Rennrad. Viel Spaß damit. Yeah, baby. Schau dir mal diese ganzen Rider an. Aber nur lauern. Aber das sind so viele. Geil. Oh! Die paar Wheelie-Leute sind auch schon da. Hilfe. Yo!
Oh, I think somebody crashed. Nein, was war dann? Kamera! Was ist los? Die Lost ist. Ja, die Kettenradschrauben verloren. Wirklich? Ja, warum bleiben wir hier stehen? Hallo! Kamera! Fahrt weiter! Hey! Hallo! Fahrt weiter! Mitten auf der Straße bleiben die stehen. Wieso verwendet man kein Lockteil? Das werde ich nie verstehen. Enrique! Tiger, da vorne ist einfach Polizei und sperrt die Straße ab. Aber nicht wegen uns, sondern weil irgendein Auto abgeschleppt wird. So geil! Digga! Alter! Ich komme hier vom Kurvenrace, auf einmal brennt da hinten der ganze Wald. Vielleicht werden wir uns zu 30 in einer Reihe aufstellen und alle drauf schießen. Glaubst du, das funktioniert? Könnte was bewirken. Ja, so endet ein Rider, oder? Das sieht man auch nicht immer, oder? Na, das ist geisteskrank. Vor allem direkt neben der Street so. Ja. Mal ist es ja mehr so im Inland. Das brennt halt Vollgas. Ja, ey. Is it normal here or? I don't think so. It's not the house, it's not the house. Yeah, no, it's trees, not? Yeah, yeah. I think someone's thrown a cigarette in the forest. Probably with the car. They say it's spreading. Yeah. Pool party at your place. Ja, ja, Feier muss immer. Wenn Feier, du machst Feier, ich komm auch. Das gehört aber da nicht dazu zum Rideout, oder? Normalerweise nicht, also. Dann sollen wir halt auch mal helfen. Erstmal helfen, komm. Okay. What should we do? Ja, weil die Schläuche ist komplett verwurstelt. Ja, like this. Yes. Okay. Ja, back, ja. Yeah. Now maybe we have it. More back. Ja. 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 Alles gerettet. Das Schläuche. Ja. Ja. Bei uns sind das solche Schläuche. Ja, ja, film es. Film es, Annalena. Ja, ja, film es. Film es. Rideout endet im Waldbrand. Die Two-Stroke hat zu viele Flammen geschossen. Wie geil wär's, wenn wir jetzt selber machen? Ja, aber das ist halt schon eine ernste Situation. Schon, ne? Wir lachen uns schon kaputt, aber ja, schon ernst. Ja. Alter! Was? Alle vier Wissenschaften. Only? Yeah. Should I mount my plate with zip ties or yeah. Is it? Yes? Approved! Perfekt! So, Freunde, ich würde sagen, das war's mit dem YouTube-Video. Leider das Ganze, leider ein bisschen die Polizei beendet bei der Tankstelle. Ich glaube, ihr habt es ein bisschen gesehen. Wir fahren jetzt nach Hause. Es war ein richtig geiler Trip in Kroatien. Ich hoffe, es hat euch wie immer gefallen. Lasst ein Like, Abo und einen Kommentar. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder, wenn es wieder heißt. Legt meine Gläschen. Der Vogel fährt um 5 in der Früh aus.